Welchen Einfluss haben Aminosäuren auf die geistige Funktion? Ich bin Claire und erkläre es dir. Denn es gibt sogar ein paar Wege, wie Aminosäuren unsere geistige Gesundheit unterstützen. Erstens, Neurotransmitterproduktion. Aminosäuren wie Tryptophan und Tyrosin sind Vorläufer für wichtige Neurotransmitter. Tryptophan wird in Serotonin umgewandelt, das für Stimmung und Schlaf mit der Umwandlung in Melatonin wichtig ist. Tyrosin und Phenylalanin werden zu Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin, die Leistung, Motivation und Konzentration beeinflussen. Zweitens, Stressbewältigung. Glutamin spielt eine Rolle bei der Regulierung von Stress und Angst, indem es als Vorläufer für GABA dient, einem beruhigenden Neurotransmitter. Ähnlich sieht es mit Glycin aus, der einen hemmenden Neurotransmitter darstellt. Glutamat wiederum ist ein eher aktivierender Neurotransmitter. Und drittens, Myelinerhalt der Nervenzellen. Damit Nerven Informationen über weite Strecken hinweg übertragen können, benötigen sie sogenannte Myelinscheiden. Das sind prinzipiell fettreiche Isolationen mit kleinen Löchern, damit die Informationsweiterleitung funktioniert. Für den Erhalt dieser Myelinscheiden, die von den unterstützenden Zellen des Nervensystems, den Gliazellen, gebildet werden, sind Aminosäuren neueren Erkenntnissen zufolge ebenfalls wichtig. Die Studien dazu findest du in der Beschreibung. Noch Fragen? Stell sie gerne in den Kommentaren.